Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachen Nummer 9784, Schutzsuchende ans Netz, freien und offenen Internetzugang in den Erstaufnahme- und zentralen Unterbringungseinrichtungen bereitstellen. Ich weise ergänzend auf den Entschließungsantrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90 die Grünen hin. Dieser trägt die Drucksachennummer 9882. Ich eröffne die Aussprache und Herr Kollege Lammler hat für die Piraten das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer am Stream. Die Versorgung von Geflüchteten ist eine der Herausforderungen, der wir uns hier in Europa stellen müssen. Tag für Tag arbeiten viele tausende Menschen, darunter viele Ehrenamtliche, dafür, den Schutzsuchenden eine menschenwürdige Existenz zu ermöglichen. Trotz vieler Probleme, Sprachbarrieren, halten die Menschen bei uns im Land zusammen und arbeiten daran, unsere Gesellschaft zukunftsfähig zu machen. Und dafür haben sie unsere volle Anerkennung und Unterstützung verdient. Auch in den sozialen Netzwerken organisieren sich die Menschen. Sie gründen Gruppen, sammeln Kleider, sammeln Sachspenden, organisieren Hilfsangebote, Sprachkurse. Ohne das Netz wäre diese schnelle Hilfe oftmals nicht möglich. Das digitale Zeitalter hat aber nicht nur bei uns vieles verändert. Weltweit gehören Smartphones und damit der Zugang zum Internet zum Mittelpunkt des Alltags. Und so verwundert es nicht, dass die Vertriebenen heute meist nur ein Smartphone bei sich tragen, auf dem jedoch ihre wertvollsten Schätze zu finden sind. Familienfotos, Bilder aus der Heimat, abfotografierte Zeugnisse von Schulen und Universitäten, Geburtsurkunden und nicht zuletzt Telefonnummern und E-Mail-Adressen von Verwandten, Freunden und Begleitern. Dokumente aus Papier haben in der Regel die Reise über das Meer in einem Boot nicht überstanden, im Gegensatz zu einem kleinen, mehrfach in Folie eingepackten Handy. Meist sind die Inhalte auf den Smartphones der einzige verbliebene Nachweis über die Identität der Menschen, neben ihrem Leben und ihren Familien das Kostbarste, was sie noch besitzen. Und so verwundert es nicht, dass die Flüchtlingshilfe in der heutigen Zeit auch einen Fokus auf die digitale Teilhabe richten muss. Geflüchtete suchen nach ihrer Ankunft häufig Zugang zum Internet. Der Familie in der Heimat sagen, dass man angekommen ist und dass es einem gut geht. Schauen, wo sich andere Familienmitglieder befinden, die auf der Flucht getrennt worden sind und ob sie überhaupt noch leben. Jeder, der mal gesehen hat, welche Erleichterung in den Augen der Menschen zu sehen ist, wenn ihr Smartphone anzeigt, dass eine Verbindung zum Internet besteht, jeder, der das gesehen hat, der wird wissen, wie wichtig ein barrierefreier Zugang zum Internet für diese Menschen ist. Und wenn man dann auch noch sieht, wie ganze Familien Zugang zum Internet nutzen, um aus eigenem Antrieb heraus die deutsche Sprache zu lernen, dem wird klar, wie groß der Integrationswille ist. Es werden Online-Sprachkurse gemacht, TV-Programme und Videos in einfacher Sprache geschaut und wirklich schon die Kleinsten dort versuchen nachzuplappern, was sie dort gerade hören. Doch Internetzugänge in Unterbringungen für Geflüchtete sind heute eher die Ausnahme als die Regel. Meistens sind es private Personen, die diesen Bedarf erkannt haben und sich darum bemühen, Abhilfe zu schaffen. Allen voran sind hier die Freifunker und die Freifunkerinnen zu nennen, die aktuell viel Zeit investieren, Bewohner in der Nähe von Unterbringungseinrichtungen zu überzeugen, einen Teil ihrer Internetkapazität für Geflüchtete freizugeben, trotz der Störerhaftung und anderen Monsterkonstrukten in der Gesetzeswelt. Mit viel Aufwand wird dann dieses WLAN teils über weite Strecken in die Unterkünfte gebracht. Das gelingt aber nicht immer und auch die Freifunkerinnen und Freifunker und die Freifunkvereine stoßen an ihre Belastungsgrenzen. Diese Situation können wir heute mit einer einfachen politischen Entscheidung verbessern, wenn wir heute alle der Meinung sind, dass ein Internetzugang neben Strom und Wasser zur Grundausstattung einer geflüchteten Unterkunft gehören soll. Dann würden wir einen großen Beitrag zur Verbesserung der aktuellen Situation leisten. Ich freue mich daher, wenn Sie unserem Antrag zustimmen. Vermutlich werden Sie das aber nicht tun, da just heute von Rot-Grün ein eigener Entschließungsantrag veröffentlicht wurde. Naja, bei diesem wundere ich mich schon, wieso ausgerechnet die Telekom so massiv in den Vordergrund geschoben wird. Nur am Rande, ausgerechnet die Telekom ist es, die mit Abmahnanwälten gegen Freifunkinitiativen vorgeht, wegen angeblichen Urheberrechtsverletzungen.
Auch sehr bedauerlich am rot-grünen Antrag, es sollen ausschließlich nur Regelunterbringungseinrichtungen mit Hotspots ausgestattet werden. Zum einen ist es besonders traurig, weil neben den ca. 20 Regelunterbringungseinrichtungen noch über weitere 100 Notunterkünfte und Zeltstätten in NRW existieren. Diese sollen scheinbar nicht mit berücksichtigt werden. Und der Begriff Hotspot ist zudem vermutlich aus der Feder der Telekom-Marketing-Abteilung. Denn was Sie, meine Damen und Herren von Rot-Grün, wahrscheinlich meinen, das sind Access Points. Und da gibt es einen deutlichen Unterschied, vor allem auf der technischen Ebene. Denn ein Hotspot lässt keine Konnektivität zwischen den Clients zu. Also genau das Gegenteil zu den Zielen der Freifunkinitiativen. Wir werden daher die Forderungen des rot-grünen Antrags in einzelnen Abstimmungen behandeln und uns bei der Forderung 1 und 2 enthalten, da wir zwar die grobe Richtung begrüßen, aber diesen Antrag so nicht mittragen werden. Kollege, im dritten Punkt stimmen wir zu, da die Freifunkinitiativen eine wichtige Schlüsselposition innehaben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lammler. Für die Fraktion der SPD spricht der Kollege Schottko. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Recht haben wir in den letzten Monaten in großer Regelmäßigkeit viele Anträge, die sich mit dem Thema Flüchtlinge, Integration und Willkommenskultur beschäftigen. Und gerne kritisiere ich ja auch mal, wenn die Piraten hier Anträge einreichen, entweder den Antrag selber, seinen Duktus oder was auch immer. Hier will ich ausdrücklich sowohl für den Antrag mein Lob für die SPD-Fraktion aussprechen, als auch für Ihre Rede, Herr Kollege Lammler. Auch das mache ich selten, wie Sie alle wissen. Bis auf den letzten Teil, will ich jetzt mal deutlich sagen, war das, was Sie wiedergegeben haben als Grund für diesen Antrag, genau das, was auch uns umtreibt mit unserem Entschließungsantrag, nämlich die Tatsache, dass Menschen, die zu uns kommen, genug Barrieren vorfinden, um sich bei uns einzuleben, um den Kontakt zu halten zu ihren Familien aus ihren Fluchtorten. Und da ist sicherlich diese pragmatische, richtige Idee, die Möglichkeit zu schaffen, nach unserer Meinung bei den Unterbringungseinrichtungen, aber generell die Möglichkeit, kostenlos das Internet nutzen zu können. Und dieses wichtige Ziel einer Willkommenskultur ist eben auch eine Frage von Integration. Denn wie Sie zu Recht auch gesagt haben, geht es einerseits auch um Sprache, um Übersetzungshilfen und Ähnliches. Aber wir haben ja in meiner Heimatstadt, zum Beispiel in Witten, auch in zahlreichen anderen Kommunen ausreichend Apps oder andere Angebote für Flüchtlinge, um Kleidung zu finden, um für Essen, um Ansprechpartner zu finden. Und all das kann man eben nur nutzen, wenn man mit seinem Smartphone irgendwie kostenlos ins Internet kommt. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kern zulassen? Oh. Wenn er da dringt, das ja, der Kollege Herrmann auf dem Platz des Kollegen. Ach so, Entschuldigung, ich habe jetzt hier noch. Der winkt so. Kollege Herrmann, gerne. Genau, ich war das. Vielen Dank, Herr Stottko, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie begrüßen die barrierefreie Internetzugänge in den Aufnahmeeinrichtungen jetzt. Ich wollte Sie fragen, warum haben Sie denn dann vor 2 Jahren, als wir das schon mal beantragt haben, im Rahmen des Antrags Neukonzeption der Flüchtlingsaufnahme noch abgelehnt? Ich will mal deutlich sagen, vor 2 Jahren waren wir nicht so weit, wie es jetzt der Fall ist. Das ist einfach der Punkt. Zu dem Zeitpunkt sind wir noch fest davon ausgegangen, dass die Menschen nur einen kurzen Zeitraum in Unterbringungseinrichtungen sind. Da wissen wir inzwischen, das ist nicht unbedingt der Fall. Nummer 2, wir hatten nicht diese große Menge an Unterbringungseinrichtungen. Sie mögen der Meinung sein, das hätte man schon vor 2 Jahren machen können. Letztendlich können wir da gerne darum streiten. Es bleibt dabei, die Idee, die Ihr Antrag verfolgt, ist der richtige. Dennoch konnten wir dem Antrag in der Form nicht zustimmen. Erstens, weil er sehr stark nur rekurriert auf etwas, was wir hier gemeinsam im Sommer gelobt haben, nämlich das Engagement der Freifunkerinnen und Freifunker. Hätten Sie uns in diesem Antrag mal gefragt, hätten Ihnen gesagt, was uns nicht gefällt, hätte man das auch zusammen machen können. Ein solches Ziel haben Sie ja nicht verfolgt, will ich deutlich formulieren. Deshalb will ich nur noch mal sagen, wenn Sie es allein auf Freifunkinitiativen beschränken finden, wäre das zu dürftig. Wir stellen auch die Telekom nicht heraus, sondern im Antrag steht ausdrücklich, dass wir die Initiativen der Telekommunikationsanbieter unterstützen. Und ich glaube, die Offenheit müssen wir auch haben, dass sowohl Freifunker wie bei mir in Witten eine Notunterkunft versorgen, aber auch in anderen Kommunen Freifunker oder Telekommunikationsunternehmen dieses Angebot machen. Und genau deshalb waren wir der festen Auffassung, können wir Ihrem Antrag in der Form nicht zustimmen, sondern bitten um Zustimmung zu unserem Entschließungsantrag. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schuttko. Die Zeit ist irgendwie ausgefallen. Nee, wir haben Zeit genug. Also am Präsidium liegt es nicht.
Wir haben Zeit genug. Sie hatten nicht weitergeschaltet. Okay. Ja? Gut, haben wir auch geregelt. Als nächster für die CDU-Fraktion der Kollege Hendricks. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, gute Politik beginnt mit einem Blick auf die Realität. Wie sieht diese Realität aus? Wir haben das heute Morgen gehört. Hunderttausende Flüchtlinge kommen nach Deutschland und ca. 15.000 Menschen Flüchtlinge nach NRW. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Wir haben heute Morgen bestätigt, erfahren, dass allein bei der Registrierung dieser vielen Menschen Schwierigkeiten bestehen. Wir haben Schwierigkeiten, ordnungsgemäß erst aufzunehmen. Der medizinische Check-up, die medizinische Erstversorgung hat eine hohe Priorität und diese Priorität gilt es zu erfüllen. Damit Sie mich nicht falsch verstehen, meine Damen und Herren, das, was die Piraten hier ansprechen, ist durchaus sinnvoll. Auch Flüchtlinge müssen die Möglichkeit bekommen, unproblematisch das Netz zu benutzen, um Informationen nach Hause zu schicken, Kontakt zu Verwandten und Freunden zu halten. Die Frage, die sich allerdings stellt, ist, welche Priorität hat dies? Ist das eine erste Priorität, eine zweite Priorität? Und unter der Abwägung aller Gesichtspunkte kommt die CDU-Fraktion zu dem Schluss, dass dies zwar ein wichtiges Anliegen ist, aber nicht erste Priorität. Erste Priorität ist eine Registrierung, eine menschenwürdige Unterbringung, der medizinische Check-up, die medizinische Erstversorgung und so weiter. Danach kann man dann auch die Frage stellen, inwieweit kann das Land helfen, den Zugang zum WLAN auch für Flüchtlinge in den entsprechenden Einrichtungen zu bewerkstelligen? Herr Kollege Hendricks, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Oleak zulassen? Ich würde erst gerne den Gedanken zu Ende führen und dann gerne die Frage entsprechend beantworten. Inwieweit kann das Land helfen, entsprechend dieses zu bewerkstelligen? Da ist die Idee und vor allen Dingen die bisherige Arbeit, die die Freifunkinitiativen leisten, sehr sinnvoll. Und diese Idee gilt es durchaus weiter zu verfolgen, auch in dem Sinne, dass das Land dort kooperiert und hilft. Wir kennen Beispiele aus Münster, aber auch aus meiner Heimatstadt Mühlheim an der Ruhr, wo dies sehr unbürokratisch, unkompliziert funktioniert, dass freies WLAN aufgebaut wird. Und da muss das Land dann auch nicht groß helfen. Es kann vielleicht Hilfestellungen geben, dass diese Freifunkinitiativen entsprechend handeln können. Aber, meine Damen und Herren, wir haben ja hier nicht nur den Aspekt darauf zu richten, was gilt es möglicherweise zu schaffen, sondern wie die Ist-Situation ist. Und da bleiben wir dabei. Es ist schon eine enorme Herausforderung für uns, überhaupt zur Bewerkstelligung, dass die Erstregistrierung funktioniert und dass wir Menschen unwürdig entsprechend unterbringen. Das gilt fürs Land, das gilt aber auch insbesondere für die Kommunen. Hier und da gilt es in den Kommunen nur noch darum, Obdachlosigkeit zu vermeiden. Und im Rahmen dieser Prioritätensetzung sind wir der Überzeugung, dass das eine Priorität sein kann. Die steht aber zurzeit noch nicht an erster Stelle. Und jetzt haben wir einen Entschließungsantrag der rot-grünen Fraktionen, der natürlich in erster Linie deswegen entstanden ist, weil man dem Antrag der Piratenfraktion nicht zustimmen wollte. Der enthält einen Teil der Modifikation, das haben wir auch gerade von Herrn Lambda dargestellt gehört. Letztendlich, wenn die SPD und die Grünen aber so überzeugt davon gewesen wären, dass das jetzt eine erste Priorität hatten, dann hätten sie die direkt selber stellen können. Das haben sie nicht gemacht. Sie sind aufgesprungen auf den Antrag der Fraktion der Piraten. Credo, unsere Fraktion wird sich bei beiden Anträgen enthalten, weil wir nicht den Zeitpunkt als den richtigen ansehen, das grundsätzliche Ziel aber durchaus teilen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt gerne auch die Frage, wenn sie dann noch aktuell ist. Ja, das war aber der Kollege Düngel, wie ich hinterher festgestellt habe, der auf dem Platz von der. Bitte schön, Herr Kollege. Und? Jetzt
Wir haben wieder bunt durchgewürfelt. Ich bitte vielmals um Nachsicht, Herr Präsident. Ja, Kollege Henrichs, ich überlege die ganze Zeit und ich bin ja gerne auch gewillt, noch dazu zu lernen. Was genau können jetzt die Freifunker, die wir ja in unserem Antrag letzten Endes adressieren, wie wir schon festgestellt haben, was genau können die jetzt bei der, oder wie genau können die bei der Registrierung oder zum Beispiel bei der medizinischen Erstversorgung der Flüchtlinge helfen? Weil aus meinem Verständnis geht das parallel, aber vielleicht können Sie mir die Frage beantworten. Bitte schön, Herr Kollege. Das ist eine, ehrlich gesagt, sehr ungewöhnliche Frage, die Sie mir stellen, denn das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, habe ich auch nicht gesagt. Aber bei den Freifunkern ist es so, das ist ehrenamtliches Engagement, und wenn das Land sozusagen im Rahmen von Hilfestellungen dort auch Hilfe leistet, damit das schneller vorangehen kann, dass der Freifunk sozusagen auch den WLAN-Transport in die Flüchtlingsheime macht, dann ist das sicherlich eine gute Aktion. Und deswegen habe ich das entsprechend unterstrichen für unsere Fraktion, dass das generell zu begrüßen ist, so mit Punkt 2 Ihres Antrages. Vielen Dank, Herr Kollege Hendricks. Ja, ich glaube, das war das Ende der Rede, soweit ich das mitbekommen habe. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Bolte. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich habe es jetzt ehrlich gesagt so richtig auch nicht ganz begriffen, Herr Kollege Henrichs, was jetzt eigentlich Ihr Problem ist. Sie haben vom falschen Zeitpunkt geredet, also naja, falsche Priorisierung. Also ich meine, es ist doch wirklich richtig vom Kollegen Lammler dargelegt worden, was Kommunikation in die Heimat für die Menschen, die nach Nordrhein-Westfalen kommen, auf der Flucht vor Verfolgung und Not, was Kommunikation dafür einen Stellenwert hat. Und da dann einfach zu sagen, naja, ist uns irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt und passt uns irgendwie gerade nicht in den Kram und die haben ja alle Smartphones, ich finde das schwierig. Nichtsdestotrotz scheinen wir mit unserem rot-grünen Entschließungsantrag gar nicht so falsch zu liegen in der Einordnung, wenn jetzt die CDU uns sagt, wir gehen viel zu weit und die Piratenfraktion sagt, wir gehen nicht weit genug, dann scheint das so zu sein, dass wir es einigermaßen getroffen haben. Was ich aber gut finde, liebe Kolleginnen und Kollegen, an der Debatte, wie sie bisher verlaufen ist, ist, dass wir uns einig sind in der Zielrichtung, dass wir uns einig darin sind, dass Smartphones, dass Kommunikation nach, in die Heimat, dass Kommunikation mit den Angehörigen, mit den Familienmitgliedern, mit den Freundinnen und Freunden, gerade für Menschen, die auf der Flucht vor Verfolgung und Not sind, eine sehr, sehr hohe Relevanz hat und dass sie darin unterstützt werden müssen. Denn jeder von uns kennt das einfach. Nach einer längeren Reise geht natürlich als erstes der Griff zum Handy. Und wir sagen unseren Lieben zu Hause, dass wir gut angekommen sind. Nun ist, und das will ich überhaupt nicht verkennen an dieser Stelle, eine Reise, wie wir das kennen, mit einer Flucht vor Verfolgung und Not überhaupt nicht vergleichbar. Ich will das nicht kleinreden. Diese Menschen sind in eine ungewisse Zukunft aufgebrochen. Sie haben ihre Heimat zurückgelassen, ihre Freunde, ihre Angehörigen. Manche haben auf dem Weg Familienangehörige aus den Augen verloren, ihre Freunde, die Menschen, die ihnen unterwegs geholfen haben, sind vielleicht in einem anderen Land gestrandet und sie brauchen den Kontakt, sie brauchen die Unterstützung. Und da wollen wir natürlich unterstützen, denn wir sehen auch, dass Smartphones dann oft die einzige Verbindung dieser Menschen zu ihren Angehörigen sind, neben dem, was der Kollege Lammler eben auch angesprochen hat, dass sie eben auch ein Speicher für relevante Dokumente sind und auch für wichtige private Erinnerungen. Wir wollen diese Verbindungen erleichtern, wir wollen da Brücken zwischen den Welten schlagen, das wollen wir unterstützen, gerade für Menschen, deren Flucht hier in Nordrhein-Westfalen ihr vorläufiges Ende findet, sind Dienste wie Skype, wie WhatsApp dann eben ein wichtiger Weg der Kontaktaufnahme über freie WLAN-Zugänge. Kann das kostenlos erfolgen und dadurch schaffen wir für diese Menschen massive Erleichterungen.
Insofern ist Kommunikation, sind Smartphones längst kein Luxusprodukt mehr. Wir kennen das, oder viele von uns kennen das ja aus Debatten, dann heißt es da, die haben ja alle Smartphones und das ist ja, die leben hier ja in Saus und Braus, das ist natürlich nicht so. Und ich finde es auch gut, dass solche, zumindest solche Ressentiments jetzt hier nicht gefallen sind, denn natürlich ist Kommunikation, natürlich sind Smartphones kein Luxusprodukt, sondern sie erleichtern Menschen, die eine wirklich richtig schwere Flucht hinter sich hatten, die Kontaktaufnahme in die Heimat. Und auch da ist es eine ganz wichtige Rolle, sie erleichtern auch durch viele Angebote konkret die Integration vor Ort. Jetzt hat der Kollege Lamner uns eben dafür kritisiert, dass wir in unserem Entschließungsantrag die Telekommunikationswirtschaft und ihre Initiativen begrüßt haben. Das eine zu tun, heißt natürlich nicht, das Engagement der anderen kleinzureden. Das will ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Deshalb haben wir ja in unserem Text auch ganz eindeutig drinstehen, dass das Engagement der einen nicht zulasten des Engagements der anderen geht. Aber wir sagen schon ganz klar, die aktuelle Flüchtlingssituation ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Und da müssen eben auch alle dran mitwirken. Und deswegen ist es auch, glaube ich, ganz in Ordnung, erstmal zu begrüßen, dass beispielsweise die Deutsche Telekom, ich habe sie von diesem Pult aus oft genug schon kritisiert, an der Stelle, finde ich, hat sie was durchaus Richtiges gemacht. Sie hat nämlich gesagt, wir beteiligen uns da. Auch Unity Media hat das gesagt. Und ich finde, das darf man dann auch durchaus mal lobend erwähnen, ohne natürlich irgendwie das Engagement der Freifunkerinnen und Freifunker kleinreden zu können. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lamler zulassen? Sehr gerne. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Bolte, für die Zulassung der Zwischenfrage. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass ich lediglich die prominente Heraushebung der Deutschen Telekom in diesem Antrag kritisiert habe, nicht das Engagement der Kommunikationswirtschaft an sich? Ja, das nehme ich zur Kenntnis. Und ich würde mich dann natürlich freuen, wenn Sie im Gegenzug zur Kenntnis nehmen würden, dass wir hier keine Marketingveranstaltung für die Deutsche Telekom gemacht haben und auch keine Veranstaltung, die irgendwie da das Engagement von dem einen oder der anderen Seite irgendwie kleinreden will. Das ist dann begrifflich, möglicherweise, auch wenn man dann an die Textarbeit geht. Lieber Kollege Lamler, das ist dann da begrifflich zu Punkten kommen kann, wo Sie sagen, naja gut, und wenn man von Hotspots spricht, dann hätte man eigentlich Access Points schreiben müssen. Okay, ich glaube, wir wissen ungefähr, was da gemeint war. Das ist vielleicht so, dass Sie mit einem anderen technischen Begriffen an der einen oder anderen Stelle auf die Sache drauf gucken. Das bin ich gerne bereit zuzugestehen. Das ist völlig okay. Nichtsdestotrotz sind wir uns, glaube ich, in der Zielrichtung einig. Ich finde es auch wichtig zu sagen, gerade bei den Regelunterbringungseinrichtungen geht es dann tatsächlich um Standardfragen. Da finde ich es auch sehr, sehr relevant, dass wir in unserem Antrag das jetzt wirklich als Standardfrage vorgesehen haben. Da finde ich, gehen wir auch tatsächlich ein Stück weit über das hinaus, was in Ihrem ursprünglichen Antrag drinsteht. Das war jetzt Ende der Antwort, weil wir das ein bisschen mitmessen müssen hier. Ja, das war das Ende der Antwort, sehr geehrter Herr Präsident. Und ich würde, wenn Sie erlauben, noch den letzten Satz dazu sagen. Darf ich? Gut. Die Ministerpräsidentin sagte heute Morgen, dass wir auf die Wochen und Monate der Willkommenskultur, die jetzt hinter uns liegen, Jahre des Willkommens und der Integration folgen müssen. Das Internet bietet dafür großartige Möglichkeiten. Nutzen wir sie. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Dr. Stamm. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Kollege Hendricks hat, wie ich finde, hier sehr, sehr gut ausgeführt. Ich habe heute Morgen in der Generaldebatte die Unterschiede von uns und der CDU, glaube ich, auch deutlich klar gemacht. Aber an dieser Stelle habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich möchte nur noch mal sagen, dass es ausgesprochen gut ist, dass wir privatwirtschaftliches Engagement haben, was dort, wo es möglich ist, tatsächlich WLAN ermöglicht. Ich finde es toll, dass Ehrenamtler wie die Freifunker sich engagieren. Das ist gut wertzuschätzen, das ist gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ist bei einer Situation, wo wir momentan versuchen, Obdachlosigkeit zu vermeiden, dass hier das falsche Signal und die falsche
Herangehensweise, das obligatorisch jetzt für alle Einrichtungen so zu fordern. Deswegen lehnen wir den Piratenantrag ab und enthalten uns bei dem Entschließungsantrag von Rot-Grün. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Stamm. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Für diejenigen, die bei uns Schutz suchen, ist der Zugang zum Internet elementar wichtig. Es geht dabei nicht um Wissensverbreitung, Wissensvermittlung, sondern insbesondere ist schon gesagt worden, oft ist das der einzige Kontakt zu Freunden und der Familie, Kontakt zu halten. Es geht auch nicht darum, dass jemand hier als Flüchtling ein freies Internet bekommt und andere müssen es bezahlen, sondern diese Form des Internetzugangs kann helfen, die Integration von Schutzbefohlenen zu fördern. Es gibt gute Beispiele, es gibt bereits Apps, die dolmetschen, es gibt Integrations-Apps der Kommunen, wo entsprechende Integrationsangebote und Maßnahmen den Flüchtlingen mitgeteilt werden. Und Ziel der Landesregierung ist, möglichst alle Erstaufnahme- und zentrale Unterbringungseinrichtungen mit einem solchen freien und offenen Internetzugang auszustatten. Es ist bereits gesagt worden, es gibt bereits einige WLAN-Hotspots, beispielsweise durch die Freifunk-Initiative. Es gibt vereinbarte Ausstattung mit der Deutschen Telekom. Zukünftig, meine Damen und Herren, soll die Versorgung mit kostenfreien WLAN-Hotspots in allen dauerhaften Unterbringungseinrichtungen des Landes als Standard auch für die Betreiber vorgegeben werden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir kommen damit zur Abstimmung. Wir sind am Schluss der Aussprache. Also nun zur Abstimmung. Erstens über den Antrag der Fraktion der Piraten. Das ist die Drucksache 9784. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrages Drucksache 9784. Wer dem seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? CDU? Schwierig. Also, ich frage noch mal, wer stimmt mit Nein? Die FDP-Fraktion. Mit Ja haben die Piraten gestimmt. Und Enthaltung? Dankeschön. Aber wer hat denn die SPD-Fraktion noch gestimmt? Okay. Ja, verehrte Kolleginnen und Kollegen, das Ergebnis ist, die Piraten haben dem Antrag zugestimmt. Es hat die FDP-Fraktion hat den Antrag abgelehnt. Und SPD, Grüne und FDP abgelehnt. SPD, CDU und Grüne nein. Haben. Nein, ich bitte, das nochmal mir mitzuteilen. SPD. So, jetzt haben wir das Ergebnis. Zustimmung bei den Piraten, Ablehnung bei SPD, Grünen und FDP, bei Enthaltung der CDU-Fraktion. So, das war jetzt die Übung. Wir haben aber vier weitere Abstimmungen noch. Wir stimmen zweitens ab über den Entschließungsantrag der Fraktion von SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Das ist die Drucksache 9882. Die Fraktion der Piraten hat zu diesem Antrag Einzelabstimmung beantragt. Da diese Fraktion nicht die Antragstellerin ist, muss ich gemäß § 42 Absatz 1 GO feststellen, ob hiergegen Bedenken erhoben werden. Wird dagegen Bedenken erhoben? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zur Einzelabstimmung über den im Beschlussteil des Entschließungsantrages beinhalteten Anteil, nämlich über den Beschlussteil 2.1. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Ja. Wer kann dem nicht zustimmen? Keine Fraktion. Wer enthält sich? Piraten, CDU, FDP. Damit ist der Antrag angenommen mit Stimmen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen, bei Enthaltung der CDU-Fraktion, der FDP-Fraktion und der Piraten. Wir kommen zweitens zur Abstimmung in den Beschlussteil 2.2. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Alles klar. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? CDU, FDP, Piraten.
Vielen Dank. Damit ist der Antrag angenommen. Mit Stimmen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen, bei Enthaltung der CDU, der FDP-Fraktion und der Fraktion der Piraten. Wir kommen drittens zur Abstimmung über den Beschluss Teil 2.3. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist dieser Antrag angenommen mit Stimmen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen, der FDP, der Fraktion der Piraten bei Enthaltung der CDU-Fraktion. Wir kommen zur Abstimmung, zur Gesamtabstimmung über den Entschließungsantrag. Das ist die Drucksache 9882. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag angenommen mit Stimmen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen, bei Enthaltung der CDU-Fraktion, der FDP-Fraktion und der Fraktion der Piraten. Vielen Dank. So, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7.